Energiewende im Mobilitätsbereich. In Paris im Dezember 2015 haben wir auf UN-Ebene ein neues Klimaabkommen beschlossen. Bei diesem Klimaabkommen muss es gelingen, hier die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, um hier die schlimmsten Klimafolgen abzuwenden. Dazu müssen wir in Deutschland und international spätestens bis 2040 den Ausstoß von Treibhausgasen auf null zurückbringen. Und das gilt für alle Sektoren, für die Stromerzeugung, für die Wärme und natürlich auch für den Verkehr. Der Verkehr in Deutschland ist ein großes Problem. Wir haben Probleme mit Lärm, wir haben Probleme mit Schadstoffen in den Innenstädten, mit Stickoxiden, Grenzwertüberschreitungen. Und hier muss es gelingen, einen Verkehr aufzubauen, der hier in den nächsten 25 Jahren leise, sauber ist und ganz ohne den Ausstoß von klimaschädlichen Kohlendioxid auskommt. Und wie das funktionieren kann, werden wir uns heute in dieser YouTube-Einheit anschauen. Dann schauen wir uns zuerst einmal an, wo die Treibhausgasemissionen im Energiebereich anfallen. 5% werden hier im Sektor GHD, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen verursacht. 11%, dafür sind wir verantwortlich in den Haushalten. 16% entfallen auf die Industrie. 46% der Löwenanteil entfällt hier bei den Treibhausgasen auf die Energiewirtschaft und dort auf die Stromerzeugung, vor allen Dingen mit Kohlekraftwerken. Der Verkehr, um den es heute geht, ist für 22% der Emissionen verantwortlich. Und daran sehen wir, dass wenn es nicht gelingt, in den nächsten 20 bis 25 Jahren den Verkehrssektor komplett auf erneuerbare Energien umzustellen, also hier weg von dem Benzin, der Diesel und den fossilen Treibstoffen zu kommen, dann wird es nicht gelingen, hier die Energiewende und den Klimaschutz in Deutschland zu Ende zu bringen. Welche Optionen wir haben, das sehen wir in dieser Grafik. Wir können erst einmal Biotreibstoffe verwenden. Biodiesel oder Bioethanol sind bei vielen Leuten bekannt. Die zweite Option ist ein sogenanntes PTG oder PTL-Verfahren. Das heißt, das steht für Power to Gas oder Power to Liquid. Hierzu verwenden wir Strom aus Solar- und Windkraftanlagen, also sauberen Strom, der ganz ohne Treibhausgase auskommt. Diesen Strom wandeln wir dann um über Elektrolyse erstmal in Wasserstoff und daraus können wir dann Methan, Methanol oder andere Treibstoffe dann erzeugen und dann können wir sozusagen die Sonne und den Wind direkt in den Tank packen. Die letzte Möglichkeit ist, wir nehmen Elektroautos mit Batterien und diese Batterien können wir dann sauber mit Solar- und Windkraftanlagen direkt aufladen und das sind im Wesentlichen die drei Optionen, mit denen wir in der Zukunft unseren Verkehrsbedarf, den Energiebedarf im Verkehrsbereich decken müssen. Dann schauen wir uns doch noch einfach mal den Biotreibstoffbereich näher an. Wenn Sie ein Dieselfahrzeug fahren und ganz normalen Diesel tanken, dann landet bei Ihnen wahrscheinlich schon ganz unbewusst ein gewisser Anteil an Biotreibstoffen im Tank. In Deutschland werden Biotreibstoffe den normalen Treibstoffen beigemischt. Es ist nicht viel, aber rund 5% unseres Treibstoffbedarfs in Deutschland, der besteht bereits aus Biotreibstoffen. Das heißt, wir verwenden hier und mischen Biodiesel bei. Biodiesel wird zum Beispiel wie hier aus Raps gewonnen und ist ein nachwachsender Rohstoff. Wenn wir diesen Diesel hier, den Biodiesel, verbrennen, dann entsteht dabei genauso viel CO2, wie hier die Pflanzen beim Wachstum brauchen. Das heißt, wir haben hier einen CO2-neutralen Treibstoff. Doch die Frage ist, wie groß sind die Potenziale hier für den Biotreibstoffbereich? Schauen wir uns doch einfach mal den Biodieselbereich an. Dieselverbrauch in Deutschland, der liegt etwa bei 38 Milliarden Liter pro Jahr. Und dann sehen wir einfach mal hier Deutschland. Rund 51,7% sind landwirtschaftliche Fläche. Das heißt, die Hälfte der deutschen Flächen sind landwirtschaftlich genutzte Bereiche. Und wenn wir diese jetzt einfach mal gedanklich verwenden würden, um ausschließlich Biodiesel anzubauen, dann können wir hier bei einem Hektarertrag von 1500 Liter etwa 28 Milliarden Liter an Biodiesel gewinnen. Das heißt, wir hätten dann nichts mehr zu essen und würden trotzdem nicht genug Treibstoffe hier gewinnen können, um sämtliche Fahrzeuge klimaneutral zu betanken. Das heißt, wir sehen, der Anbau und die Nutzung von Biotreibstoffen hier im Verkehrsbereich ist eine deutlich begrenzte Sache. Es macht durchaus Sinn, aber dann in Bereichen, zum Beispiel im Flugverkehr, wo wir sehr wenig Chancen haben, hier schnell eine andere Lösung herbeizuzaubern.
Für den Straßenverkehr, dazu brauchen wir andere Lösungen und die schauen wir uns jetzt einfach in der nächsten Sequenz näher an. Schauen wir uns am Anfang noch einmal die konventionellen Alternativen an. Wenn wir ein Auto fahren, durchschnittlich mit 6,5 Liter Diesel pro 100 Kilometer, dann brauchen wir 65 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist so das, wo wir Ingenieure mitrechnen, die Kilowattstunde als Einheit. Das heißt, wir kommen dann mit einer Kilowattstunde rund 1,5 Kilometer weit. Nicht sehr weit, wenn man bedenkt, dass man mit 1,5 Kilowattstunden schon viele Tage und Wochen lang sein Handy laden kann. Wenn wir jetzt Power-to-Gas oder Power-to-Liquid-Treibstoffe verwenden, dann müssen wir diese erstmal mit Solar- und Windkraftanlagen erzeugen. Dabei entstehen Verluste. Das heißt, wir brauchen erstmal mehr Energie, um diese Treibstoffe zu gewinnen. Rund 100 Kilowattstunden pro 100 Kilometer werden dann fällig. Wenn wir einfach ein Verbrennungsauto nehmen, dann kommen wir gerade einmal 1 Kilometer weit, also mit dem gleichen Energieaufwand nicht mal so weit wie mit dem konventionellen Auto. Wenn wir das Verbrennungsauto durch ein Elektroauto ersetzen, dann kommen wir weiter, weil wir mit den Elektromotoren einen viel besseren Wirkungsgrad und eine höhere Effizienz haben. Dadurch halbiert sich schon einmal der Aufwand hier bei der Herstellung, also der Bedarf an Solar- und Windkraftanlagen. Und wenn wir dann die Power-to-Gas und Power-to-Liquid, also die Treibstoffautos, durch Batterieautos ersetzen, dann steigt die Effizienz erheblich. Das heißt, wir kommen mit den gleichen Autos 5-mal so weit und damit können wir auch den Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen um den Faktor 5 reduzieren. Und deswegen sehen wir hier im Bereich der privaten Autos geht der Weg eindeutig dahin, dass wir alle Autos möglichst auf Batterietechnologie umstellen müssen. Ja, noch einmal zurück zum Dieselfahrzeug. Wenn Sie ein durchschnittliches Dieselfahrzeug haben mit 6,5 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer, dann verursachen Sie mit jedem Kilometer 172 Gramm CO2. Wenn Sie 10.000 Kilometer im Jahr fahren, das ist ein typischer Wert, dann haben Sie rund 1,7 Tonnen Kohlendioxid auf dem Gewissen. Wir haben ja nicht nur ein Auto, sondern viele Millionen Autos in Deutschland und das erklärt auch diesen enormen CO2-Ausstoß des Verkehrsbereichs. Wenn wir jetzt einfach mal ein Batterieauto nehmen, ein Elektroauto, dann ist es per se nicht besser als das Benzinfahrzeug. Die Frage ist nämlich, wo kommt der Strom her? Betanken wir nun das Elektroauto hier mit Strom von Kohlekraftwerken, dann haben wir sogar einen CO2-Ausstoß, der größer ist als der von dem Dieselfahrzeug. Zum Glück haben wir in Deutschland nicht nur Kohlekraftwerke, unser Strommix besteht schon aus einem größeren Anteil auch an Solar- und Windkraftanlagen. Das heißt, im Mix haben wir hier einen CO2-Ausstoß im Strombereich, der ungefähr halb so groß ist wie eines alten Kohlekraftwerkes. Und deswegen ist dann auch der CO2-Ausstoß, wenn Sie ein Auto ganz normal an der Steckdose betanken, etwa halb so groß wie der eines Dieselfahrzeugs. Für den Klimaschutz brauchen wir aber eine ganz andere Lösung. Wir brauchen rund 100% erneuerbare Energien für die Stromversorgung. Nur dann kann es gelingen, hier eine schwarze Null hinzukriegen, also ganz ohne den Ausstoß von Treibhausgasen Auto zu fahren. Bei der Energiewende im Mobilitätsbereich kommt es also nicht nur darauf an, dass wir die Autos durch umweltfreundliche Elektroautos ersetzen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass der Strom, mit dem diese Autos betankt werden, dann ausschließlich aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Dazu können wir zum Beispiel Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen verwenden. Mit beiden können wir hier ohne klimaschädliche Abgase den Strom erzeugen. Und das Schöne dabei ist, dass Sie auch den Strom zu Hause mit der eigenen Solaranlage für das eigene Elektroauto erzeugen können. Bis 2040 müssen wir spätestens für den Klimaschutz unsere Stromversorgung auch umgestellt haben. Dazu sollten wir aus der Kohleverstromung bereits 10 Jahre früher aussteigen. Und je mehr Leute sich beteiligen und mitmachen, desto besser für die Energiewende. Deswegen denken Sie doch einfach mal drüber nach, sich eine Solaranlage zu installieren oder ein Elektroauto zu kaufen.